Gewitterböen, zeitweise eisig. Zum Abschluss die Trends für Nord- und Ostsee. Bis Donnerstag. Der Trend für die gesamte Nordsee. Für Dienstag Ost bis Südost 3 bis 4 Schauerböen. Für Mittwoch östliche Winde 3 bis 4 strichweise 5 Schauerböen. Für Donnerstag Nordost auf 5 Gewitterböen. Und der Trend für die gesamte Ostsee, einschließlich Skagerrak und Kattegat. Für Dienstag im Ostteil Nord 3 bis 4, sonst Südost um 3. Für Mittwoch im Nordteil zeitweise schwach. Umlaufen, sonst Südost bis Ost 3 bis 4, im Südteil Schauerböen. Und für Donnerstag Ost bis Nordost 4 bis 5, im Südteil strichweise 6, im Südteil schwere Gewitter. Das war der aktuelle Seewetterbericht vom Seewetterdienst Hamburg, wie immer vorgelesen von Delta Papa 077 ihren Küstenfunkstellen an Nord- und Ostsee. Wir sind wieder in der Konferenz zu Ihrer Information und liegen keine Anrufe vor im Sammelanruf. Die Wasserstandsvorhersagen deuten Nordseeküste. Heute werden das Abendhochwasser an der deutschen Nordseeküste und in Emden sowie das Nachthochwasser in Bremen und Hamburg 1 Dezimeter niedriger als das mittlere Hochwasser eintreten. Und das Hochwasser morgen früh an der deutschen Nordseeküste und in Emden sowie das Mittaghochwasser in Bremen und Hamburg wird 1 bis 2 Zentimeter niedriger als das mittlere Hochwasser erwartet. Niedrigwasser in Bremen, Hamburg, morgen früh 1 Zentimeter niedriger als das mittlere Niedrigwasser und morgen Nachmittag an der ostfriesischen Küste 2 Zentimeter höher als das mittlere Niedrigwasser. Nautische Informationen Ostsee-Hochwasserbucht, Schiefgebiet, Totendorf und los. Morgen am Montag, 7. Juni von 9 bis 16 Uhr. Offizielle Schiefübungen im Bereich Totendorf, 9 bis 20 Uhr im Bereich Putlos. Näheres erfahren Sie über die Sicherungsfahrzeuge und oder Totendorf Naval. Empfangsbereich UKW Kanal 10, 11 und oder 16. Noch einmal der Hinweis, Mecklenburger Bucht, Nothafen, das Ort, Aufhebung der Sperrung. Das Fahrwasser zum Nothafen ist wieder freigegeben. Beton und befeuert. Der Tiefgang beträgt maximal 3 Meter bei Normalpegel. Wer muss klopfen laut BSA Stralsund, dass der Hafen nur in Notfällen von Fahrzeugen angelaufen werde. Und noch ein Hinweis zum Hafen Zinnowitz. Der wird jetzt umgebaut und ist deshalb für diese Saison geschlossen. Laut Aussage eines anderen Kunden. Soweit die nautischen Informationen und zum Sonntagabend. Wer noch zuhören will, eine kleine Geschichte aus dem Buch. Die Elbe hat es mir erzählt.
eine Sagenreise. Und da hatte ich über Nachgeburtstag schon mal entschieden. Und die war sehr schön. Hervorragend. Deshalb heute Abend nochmal die alte Liebe. In Cuxhaven an der Elbemündung lebten vor vielen Jahren zwei Schifferfamilien freundschaftlich und in Eintracht miteinander. Ballmann, der eine der beiden Schiffer, hatte eine Tochter, Else, während der Schiffer Thomsen Vater eines stattlichen Sohnes war. So war es nicht verwunderlich, dass sich die beiden Väter mehr und mehr die Verheiratung ihrer beiden Kinder wünschten. Ihr Herzenswunsch sollte wirklich in Erfüllung gehen, denn Sohn und Tochter der Väter hatten in Liebe zueinander gefunden und die Zustimmung der Eltern war ihnen sicher. Doch ein schreckliches Ereignis zerstörte das Glück der alten und jungen Leute. An einem rauen, stürmischen Herbsttag sahen die Väter ein fremdes Schiff gegen den Sturm kämpfen und fortwährend Notsignale geben. Da machten sich die beiden Schiffe auf, um in Townsend Kahn der Bedrängten Hilfe zu leisten. Tapfer kämpften sie gegen die hochgehenden Wogen an und kamen ihrem Ziel immer näher. Fast waren sie schon bei dem bedrohten Handelsschiff da, geschah. Eine gewaltige Welle brachte das kleine Boot zum Kentern. Die zwei mutigen Männer stürzten ins Wasser und fanden den Tod. Nun brach für Else und Lorenz eine traurige Zeit an. Elses Mutter, die hart und stolz war, wollte es nicht dulden, dass ihre einzige Tochter die Frau des armen Lorenz würde. Doch Else blieb ihrem Verlobten treu, so viele Freier sich auch meldeten. Lorenz aber versuchte auf weiten und gefahrvollen Reisen Geld zu erwerben. Erst nach 15 Jahren. Doch das Glück, da um diese Zeit Elses Mutter starb und eine Heirat nun nicht mehr im Wege stand. Einfach und in aller Stille wurde die Hochzeit gefeiert, denn Lorenz musste bald wieder auf See. Es war ein Jahr nach der Hochzeit im Spätherbst, als Else mit Besorgnis der Rückkehr ihres Mannes entgegensah. Trotz des Sturmes und Regens hatte sie sich auf eines der Vorwerke begeben, die sich hinter Cuxhaven eine Landzunge gleich ins Meer erstreckt. Von dort aus konnte sie ungehindert weit hinaus auf die stürmische Nordsee blicken, auf der sich ihr Lorenz bei der Rückkehr von Helgoland jetzt befand. Immer wütender tobte der Sturm, immer höher gingen die Wellen, da plötzlich stieß Else einen Freudenschrei aus. Trotz der weiten Entfernung hatte sie ein Schiff bemerkt, auf dem ihr Lorenz stand. Auch er musste sein Weib gesehen haben, denn er schwenkte ein Tuch. Ungeachtet des Sturmes eilte das Schiff näher und näher. Einen Augenblick wandte Else die Augen ab, um sich bei dem heftigen Sturm einen festeren Halt zu suchen. Als sie wieder auf die tosende See hinaussah, war das Schiff verschwunden. Doch nein, dort, weit in der Ferne, hob sich noch einmal der Vorderteil des Schiffes aus dem Wasser. Lorenz stand noch an derselben Stelle und breitete seine Arme aus. Dann versank das Schiff und mit ihm der wackere Seemann. Else aber, völlig verzweifelt, stürzte sich mit dem Aufschrei, Lorenz, ich folge dir, ins Meer. Erst am folgenden Tag, als sich das Wetter und die See etwas beruhigt hatten, fand man sie an. Am hergehenden Tag das Schiff des Lorenz in der Nähe von Helgoland